Willkommen zur heutigen News for You Ausgabe. Top Film News. Star Wars Trilogie. Am 20. Dezember 2019 beendet Episode 9 die Skywalker Saga. Damit ist es mit Star Wars Filmen aber noch lange nicht vorbei. Neben Episode 8 Regisseur Rian Johnson widmen sich künftig die Game of Thrones Showrunner David Benioff und D.B. Weiss ihrer eigenen Trilogie im Krieg der Sterne-Universum. Und schon jetzt könnte das Setting ihrer Filme bekannt sein. Die Zeit der Alten Republik. Das geht zumindest aus einer Quelle des Portals StarWars.net hervor. Dem Bericht zufolge sollen David Benioff und D.B. Weiss mit 95%iger Sicherheit Fans in die Zeit entführen, die bereits in den KOTOR-Videospielen behandelt wurden. Allerdings ist diese Meldung mit Vorsicht zu genießen. Aktuell gibt es keinerlei offizielle Bestätigung für dieses Gerücht. Kurz News: Masters of the Universe. Mattels Masters of the Universe wird neu verfilmt. Gerüchten nach ist nun ein neuer He-Man-Darsteller gefunden. Viel Ähnlichkeit mit Dolph Lundgren hat er aber nicht. Bill und Ted 3, die angekündigte Fortsetzung der kultigen Sci-Fi-Komödien mit Keanu Reeves und Alex Winter, hat einen Release-Termin gefunden. Mit einer Videobotschaft bedanken sich Bill und Ted bei ihren vielen treuen Fans. Am 21. August 2020 kommt Bill und Ted 3 in die Kinos. Top Gaming News: Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Paradox hat Vampire Bloodlines 2 angekündigt. Hier sind die wichtigsten Infos kompakt zusammengefasst. Genre: Singleplayer-Rollenspiel. Release: erstes Quartal 2020. Terminverschiebung nicht ausgeschlossen. Derzeit befindet sich Bloodlines 2 in der Pre-Alpha. Der Umfang: Paradox spricht von 25 bis 30 Stunden Spielzeit für den ersten Durchlauf als vernünftiger Completionist, der die Story durchspielt und die meisten Ecken der Spielewelt erkundet, aber nicht jeden einzelnen Kieselstein umdreht. Wiederspielwert: Paradox verspricht einen hohen Anreiz für einen zweiten Durchlauf, weil sich jede Entscheidung, jede Fähigkeit und jeder Charakterwert auswirken soll. Auf Dialogoptionen, auf die Schauplätze, die wir betreten können, und auf die Art und Weise, wie NPCs mit unserem Charakter umgehen. Technik: Vampire Bloodlines 2 basiert auf der Unreal Engine 4 und sieht nicht spektakulär, aber schon jetzt schön düster aus. Modding: Bloodlines 2 wird Mod-Unterstützung bieten. Paradox will direkt zum Release Modding-Tools anbieten. Spielewelt: Vampire Bloodlines 2 spielt in Seattle. Ego-Perspektive: wir spielen Bloodlines 2 ausschließlich in der Ich-Ansicht. Kurz News: Cyberpunk 2077. Schon The Witcher 3 bot einige spannende Questverläufe und Entscheidungen. Cyberpunk 2077 will das in jeder Hinsicht toppen und aus den Erfahrungen der Hexer-Saga schöpfen. Project IGI. 18 Jahre nach dem Release von IGI 2 will der Entwickler Totman Interactive ein Prequel namens IGI Origins veröffentlichen. Aktuell sammelt das Team Feedback. Top Technik News: Google Stadia. Auf der derzeit in San Francisco stattfindenden Game Developers Conference hat Google auf seiner Keynote seine Vision für die Spielezukunft unter dem Namen Stadia enthüllt. Bei Stadia handelt es sich um ein Streaming-Netzwerk, das nahtlos, ohne Ladezeiten, Downloads und Installationen auskommt, mit nahezu jedem Gerät kompatibel ist und gleichermaßen Spieler, Entwickler und Streamer ansprechen soll. Der Suchmaschinengigant kommt dabei ohne eine Konsole aus. Alles, was benötigt wird, haben die meisten Spieler ohnehin schon daheim. Zugang zum Chrome-Browser über den PC oder das Notebook, per Smartphone oder Tablet oder am eigenen Fernseher mithilfe eines Chromecast-Moduls. Um sicherzustellen, dass Stadia unter der damit verbundenen hohen Datenverkehr reibungslos und angeblich nahezu verzögerungsfrei funktioniert, nutzt das Streaming-Netzwerk Googles bestehende weltweite Serverinfrastruktur. Kurz News: AMD Ryzen 3000. Wer sich eine der kommenden Ryzen 3000 CPUs zulegen will, muss sie von AMD versprochen kein neues Mainboard kaufen. Ersten BIOS-Updates für X370 und X470 Platinen erscheinen bereits. Raytracing ohne RTX. Offiziell unterstützen bislang nur Nvidias neue RTX 2000 Grafikkarten Raytracing. Das ändert Nvidia nun aber. Per Patch kommt die Technik ab der GTX 1060. Das war die heutige News for You Ausgabe. Euch ein tolles Wochenende. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns nächsten Samstag wieder mit tollen News. Bis dahin bin ich raus.
Macht's gut, ciao, ciao, euer Ed.